Präzision und Fingerspitzengefühl sind gefragt bei der Fertigung von Werkzeugen für die Flugzeug- oder Automobilindustrie. Josef Görzen und Harry Schneipel sind Zerspanungsmechaniker bei der Pokolm GmbH und Co. KG. Das weltweit erfolgreiche Familienunternehmen ist einer von über 20.000 mittelständischen Betrieben des Maschinenbaus. Die Ausbildungsquote ist mit 7,1% hoch. Einer der Kernbereiche des Maschinenbaus ist die Werkzeugmaschinenbranche. Sie ist mit über 10 Milliarden Euro Umsatz eher klein, gilt aber als Schlüsselindustrie, um Innovationen voranzutreiben. Die Branche boomt. Die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen hat sich in den ersten 4 Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Das Problem: Es fehlt laut VDW, dem Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, jedoch an qualifiziertem Nachwuchs. So auch bei der Pokolm GmbH. Wir haben auf der einen Seite einen relativ hohen Zulauf an Bewerbungen. Wir hatten im letzten Jahr für diesen Bewerbungsjahrgang ungefähr 40 Zuschriften. Das war von der Seite sehr viel. Wenn man das dann allerdings einmal durchgesichtet hat, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Qualifikationen ein bisschen nachlassen. Wir hatten in den Jahren davor deutlich bessere Notendurchschnitte, weniger Ausfallzeiten, was so die Fehlzeitenquote angeht. Wir stellen also letzten Endes fest, dass die Qualifikation etwas sinkt und wir aber eigentlich höhere Anforderungen haben auf Dauer. Qualifizierte Bewerber anzulocken und das Interesse an der metallbearbeitenden Industrie zu wecken, das sind die Ziele der brancheneigenen VDW-Nachwuchsstiftung. Ein erster Schritt ist es, die Attraktivität der Ausbildung zu steigern, Lehrer zu fördern und die Ausstattung an den Schulen zu verbessern. Die erste VDW-Zertifizierung verlieh die Stiftung nun an das Karl-Miele-Berufskolleg. Rund 100 Schulen sollen im nächsten Jahr folgen. Höchste Zeit, denn im Durchschnitt sind laut VDW die Maschinen an den berufsbildenden Schulen in Deutschland über 10 Jahre alt und damit den Anforderungen der Zukunft nicht gewachsen. Das eine ist, dass wir ja eine Branchenstiftung sind. Das ist erstmal unser ganz großer Vorteil, dass sich quasi alle Unternehmen der Werkzeugmaschine zusammengetan haben, um diese Stiftung zu fördern, auf der einen Seite. Das andere ist, dass wir in den nächsten Jahren vorhaben und uns als Ziel gesetzt haben, alle berufsbildenden Schulen in dieses Konzept mit einzubinden und auch alle Maschinenbauunternehmen, die in diesem Segment, ich sag mal, Fachkräfte benötigen, sie so zu unterstützen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die richtigen Fachleute haben. Die Nähe zu den Unternehmen ist wichtig. Ein neuer Ansatz ist das sogenannte Verbundausbildungszentrum in Varel. Seit August 2010 wird hier der Nachwuchs der Firmen Premium Aerotech, Brütje Automation, DH Maschinenbau und ThyssenKrupp ausgebildet. Ausbildungsplätze als Zerspanungsindustriemechaniker und Mechatroniker sind hier noch frei. Wichtig ist, junge Menschen schon früh an die Technik heranzuführen und zu begeistern. Hier sind nicht nur die Ausbildungszentren gefordert, sondern auch die Schulen und die Unternehmen. Eine Plattform, um gemeinsam den Nachwuchs anzusprechen, ist die EMO Hannover im September, die Weltleitmesse der Metallbearbeitung.